zu einem. Also in solchen Situationen einfach versuchen zu ignorieren. Hier werde ich auch ein bisschen vom Mercer behaken. Defensiv aufbauen und hoffen, dass sie nicht kommen. Hätten wir die jetzt hier angegriffen, wären sie alle zu uns gekommen, wären weg gewesen. Lumix hier mit Infanterie gegen Panzer. Nicht wirklich fair. Ja, dazu später mehr. Hier sagen wir Lumix auch, wir können nichts tun, einfach warten. Und ja, das einzige, also Lumix hat echt nichts tun, wir können diese Schlacht nur noch von Sergal und mir aus gewinnen, weil er muss sich komplett neu aufbauen und das verschlingt so viele Ressourcen, dass kaum hat er sich aufgebaut, kann er keine riesen Armee aufbauen, um die hier wegzunudeln. Also liegt es jetzt echt an Sergal und mir. Und jetzt hier repariert auch Sergal freundlicherweise mein Hauptquartier. Und das meine ich. Company of Heroes ist ein Gruppenspiel. Ihr könnt hier nicht alleine euch um jeden Kill streiten. Müsst ihr zusammenarbeiten. Und hier habe ich schon meinen Tiger in Auftrag gegeben. Ja, um einfach die zurückzuschlagen. Lumix baut hier, meine ich, einen Panzerkommandanten oder ähnliches. Hier ermutigt er uns auch alle nochmal. Hier bedanke ich mich auch nochmal. Mein Panzerkommandanten habe ich schon gleich gebaut, ein bisschen weiter abseits hingesetzt. Der sieht aus, als müsste er scheißen. Ja, weil ich Schiss hatte von einem erneuerten Galeopo-Angriff. Aber wie man hier schon sieht, Arbeitskraft, ich hätte mir sofort wieder einen neuen holen können. Auf jeden Fall, jetzt hat er noch einen Panzer gebaut. Der Freund von meinem Königssieger wird das. Das sage ich euch jetzt schon mal. Ich meine, ich mache gleich was Asoziales. Weil die zwei werden wirklich den komplette Schlacht bis zum Ende zusammen operieren. Und gemeinsam kämpfen die ganze Zeit. Ja. Mein Königssieger ist jetzt fertig. Den rüste ich erstmal voll auf. Ja, das ist so göttlich irgendwo, aber es, ja, okay. Er hat ihn fast tot, nur mit Granaten. Hier bittet er uns auch, ihn mit Arti zu fisten, aber wir haben wirklich nichts. Könnt den hunderten Feuersturm an Nudeln, aber dann würde ich eher den wegballern. Hier schreibe ich auch in 100 I can, aber dabei wären es dann 150. Ja. Aber er braucht keine Arti, jetzt passiert was ich finde echt geil ist, mit einer Handgranate. Mit einer Handgranate zernietet er diese scheiß Panzer. Naja, er kommt nicht aus dem Krieg, der schwere Computer. Jetzt kann sich Lumix hier ungestört wieder aufbauen. Das einzige, was er hinkriegt, ist hier aus der Masse so ein Galeop-Beschuss auf die Base. Kein große Probleme, weil seine Infanterie größtenteils in die Gräben setzt. Ja, jetzt ist mein Königstiger hier. Und mit dem verfolge ich die gleiche Taktik wie meinem Tiger. Weil der auch am Ende, als ich ein bisschen wagemutig reingerusht bin, ziemlich schnell krepiert ist. Verfolge ich die Taktik, langsam vor zurück und wirklich von meiner Feuerposition alle Feinde abzuknallen und dann erst auf den nächsten zu fahren. Hier versuche ich mich auch so hinzustellen, dass das Haus mir ein bisschen Deckung gibt. Und ich nicht die ganze Zeit von der Insel ballert werde. Ab und zu kommen hier die Panzer rum und hier stelle ich mich jetzt hin und warte, bis sie so weit vorkommen, dass ich sie schön gemütlich abballern kann. Und jetzt heißt es immer noch warten. Jetzt sind wir von einem Angriff erstmal gesichert, aber diese Streitmacht reicht einfach nicht aus, wenn man Streitmacht nennen kann, um die wegzuballern. Jetzt entschließen sie sich hier doch rumzukommen. Wie man es vielleicht sieht, ein kleiner Fehler. Also, die werden jetzt hier einfach abgeschlachtet, weil selbst jetzt, wenn sie entschlossen auf alle auf einmal hier rumdrücken, hätte
hätten wir keine Chance. Aber schon eine deutlich größere als davor. Und jetzt ist schon langsam wieder die Wende, dass jetzt zeichnet sich schon langsam unser Sieg ab. Ganz schwach. Ja, also hier wie gesagt, Lumix ist sein Hauptquartier gleich wieder hochgezogen. Das heißt, er kann jetzt Luftunterstützung und sowas anfordern. Und vor allem kann er sich erstmal aufbauen. Ja, ich warte einfach zu einem, dass ich eventuell noch einen Tiger bauen kann, um meinen Königstiger zu unterstützen. Und vor allem, dass Sergal vielleicht auch noch ein bisschen was machen kann. Und ich sehe einfach alleine gegen die Übermacht keine Chance, also bleibt mir nichts anderes zu übrig als zu warten. Und zu hoffen, dass er nicht in einen entschlossenen Angriff da. Ja. Wie gesagt, Lumix baut sich jetzt hier langsam und sicher auf. Also er ist jetzt hier echt vorsichtig. Teilweise als erstes Gebäude erstmal einen Graben hingesetzt, der aber auch nicht wirklich viel bringt, soll ich lieber machen. Ja, der beschränkt sich jetzt wirklich als einzigen Angriff mit Raketenbeschuss. Ich führe schon 10 Panzer weggeballert, ist auch cool. Stehe hier und snipe auch ein bisschen auf die Insel. Sehr geil mit seinem Panzer. Ja. Wir warten jetzt eigentlich hier nur. Wir warten. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ist ein bisschen langweilig, aber wir warten. Und die ganze Zeit, wirklich, die ganze Zeit während des Gefechts, also im Kampf selber, habe ich immer wieder überprüft, kann ich mir eine V1 leisten, hier rein zu pfeffern. Die ganze Zeit hoffe ich darauf, aber ja. Das kommt noch. Ja, hier bin ich jetzt in diesen Direktfeuerbeschuss gewechselt, der ist ganz cool. Fühlt man sich wie ein bisschen wie in World of Tanks und Company of Heroes. Also man selbst ist quasi der Richtschütze und man kann hier jetzt, hier, wenn sowas ist, kann man schießen. Sowas ist, kann man nicht schießen und wenn es dunkelorange ist, dann ist er noch nicht ausgerichtet, aber man kann schießen, wenn er ausgerichtet ist. Und das zeigt hier einfach ein Nachladen an. Mittlerweile ist meine Crew auch relativ Elite-Status, das heißt, sie lädt schneller nach. Und vor allem kann ich stationäre Feuerstellung machen, wodurch sie noch mal schneller nachlädt. Also wie man hier sieht, hier schon echt relativ flink. Flott. Und ich baller jetzt hier einfach den Nachschub von dem, den sie auf der Insel hier haben, weg. Ja. Die Infanterie braucht 10 Jahre, bis er da mal durch ist und dann hängt sein Wracks fest. Also, wie gesagt, wir haben hier echt Glück, dass der Bot da so unentschlossen ist. Wir wunderbar seine Panzer auf der Insel wegballern können. Ja, jetzt gibt's echt nicht viel zu sagen, jetzt ist einfach nur warten. Die nächste interessante Phase wird dann erst wieder der Angriff. Mal schauen. Ich kann zwischenzeit zu Lumix zurück hier runter schauen. Der als erstes nach seinem Graben hier vorne, einen Graben hier hinten und eine Pack hier hinten aufgebaut hat. Hier gerade eben hat auch ein Flugzeug mit Panzerbrechern einen Luftangriff auf meinen Königstiger versucht, ist einfach abgeprallt. Ja. Das Gefecht geht zur Information nur noch 29 Minuten, also die Warterei ist gleich vorbei. Wir, also vor allem ich snipe hier jetzt schon die ganze Zeit die vorderen Panzer hier weg. Lumix ist mit seinem Panzer ein bisschen vorgefahren, oder? Moment. Nee, vergesst, was ich gesagt habe. Ist unwichtig. Ja, also wie gesagt, er kommt hier nur ab und zu mit so ein paar Infanterie vor, die keine Chance hat. Und wie man hier schon sieht auf dem Minimap, deswegen tut mir auch leid, wenn jetzt die Framerate
bisschen niedrig ist. Kann ich nichts machen, aber bei so vielen Panzern. Es wird weniger, dafür sorge ich. Ja. Hier macht Serga was Entscheidendes. Er rückt ein bisschen vor. Weil ihm die Warterei zu blöde wird, sagt ihr auch, ich soll ein bisschen vorfahren. Aus irgendeinem Grund verpeile ich das jetzt. Habe auch erst nicht gemeint, weil ich war irgendwo bei mir hinten in der Base. Hier wird er schon ein bisschen sauer. Sagt auch, Ben, ich brauche deinen Königs, dein King. Jetzt blicke erst, was er meint, und komm mit meinem Tiger vor, mit meinem Königstiger. Aber auch nicht so weit, so dass ich gerade so rumballern kann und helfe jetzt Serga mit seinem Panzer und wir snipen hier einfach gemeinsam hier die vorderen Panzer Stück für Stück gemütlich von da hinten weg. Da habe ich ein bisschen mehr erwischt. Mittlerweile schon 21 Kills. Serga als Panzer. Schon leider nur 8. Keine Ahnung. Ja.